So, ich finde auch total behindert, wieso kann man es nicht machen, wenn man sich dann eine neue Konsole kauft, ist ja okay. Aber dann kann man auch wenigstens machen, dass man die alten Spiele dann da drauf spielen kann. Kann man nicht. Nein. Also zumindest jetzt bei den neuen. Bei der neuen Konsole, also bei Xbox One und bei PS4, kannst du nicht deine alten Spiele von der PS3, Xbox 360 auf der neuen Konsole spielen. Und sowas das ist wie ist iPhone, die nach... wie Apple, die nach zum iPhone einen neuen Adapter unten reinklatschen, damit sie... Weil, du hast ja einen Adapter, das heißt, da gibt's ja Leute, die haben sich wirklich alles dafür geholt, das heißt, die laufen dann mit so einem ganzen Täschchen rum, wo alle ihre Adapter sind, also Zusatzadapter für das und das, und dann ändern die einfach den Adapter und tja, du kannst dir alles nochmal neu kaufen. Die Bilder sind ja auch spottsbillig, kosten ja nur 60 Euro oder so, wenn du sie original kaufst. Ja. Ja, das Lustige ist, der neue Stecker da von Apple, der ähnelt sehr den Micro-USB, also von den ganzen Android-Handys. Ja gut, Micro-USB ist ja allgemein von allem möglichen Scheiß. Ja, also auch Standard-Ladekabel von Android. MP3-Player. Ja, das ist gut. Es hat mich auch total gewundert. Ich habe ein Handy gehabt. Ich dachte immer, ich habe einen speziellen Adapter. Weil es bei Kameras überall hatte, gab es so eine Zeit, wo jeder Hersteller meinte, einen eigenen Adapter reinzuprügeln. Und und ich habe mich total verwundert, dass mein Handy einfach Micro-USB hat. Ja. Aber das finde ich richtig geil. Das muss eigentlich auch so sein, weil wieso braucht jede einzelne Firma seinen speziellen Adapter? Ja. Oder früher die Nokia-Handys. Also am Anfang nicht, aber später hatte dann jedes Nokia-Handy seinen eigenen Adapter. Ein kleines neues Modell, neuer Adapter. Ja, so ist es gemacht. Schön, ne? Total behindert, also. Nee. Nee. Aber Spiele, die mir in letzter Zeit gut gefallen sind, natürlich. Irgendwie so Großfilmspiele mag ich gar nicht mehr. Ich ziehe mir vielleicht immer noch rein, weil ich finde auch selbst die Spiele, mir kommt es überhaupt nicht auf die Grafik an, sondern vielmehr auf das Gameplay. Ja, genau. Und Indie-Spiele, es gibt so krasse Indie-Spiele. Die sind auch teilweise vom Content ganz schön groß und bieten auch irgendwie trotzdem, dass es nur von einem Mann geschrieben wurde, mehr Abwechslung als so riesen Spiele wie Assassin's Creed. Eigentlich bestes Beispiel Shadow of Life. Ist von Ubisoft, ist halt schon ein bisschen größer, aber das Spiel kostet nur 15 Euro, wie ich dann auch erwähnt habe, aber wirklich, was man da bekommt, das ist... Das, was man da bekommt, ist schon... Bombe. Super. Ja, oder ich kenne nur so Space Engineer. Was machst du hier eigentlich? Den habe ich aber noch nicht. Ja, ich will den Sand abbauen und dann darüber Dirt platzieren. Und da wir Sand brauchen, durch den ganzen Sand von unten ab. Replace and... World Edit. Ja, aber so Minecraft, ich meine, das ist ja das beste Beispiel für ein Indie-Game. Ne, ist schon echt krass. Es bietet einfach tausendmal mehr Abwechslung als so ein FIFA... was tausendmal höher Produktionskosten hat, wo sie sich zwingen, jedes Jahr eine neue Version, komplett neues Spiel rauszuhauen. Und da ändert sich weiterzumachen. Da ändert sich ja nicht mal mehr was. Ne, doch, da ändert sich was, aber das die nehmen ist halt minimal. Features wieder raus. Ne, die tun neue Features reinbringen und nehmen dafür alte raus. So ein ewiger Kreislauf, endet niemals. Ja, FIFA habe ich noch nie so wirklich gemacht. Keine Ahnung, also jeder sagt, oh, FIFA 14 kommt raus. Ich so, Alter, wo ist der Unterschied? Es ist halt fast nie wirklich einer da und ich kenne nur noch jemand, der freut sich dann so total. Ich sag so, ja, dafür, dass du dann eh nicht wieder spielst. Und der hat dann auch das FIFA erstmal weggeschmissen. Der hat auch seine CD in zwei Hälften geknickt, weil er so einen Hass drauf hatte. Aber ich meine, er hat es ja eh online, deswegen ist es nicht schlimm. Das ist. FIFA ist schon krass verbuggt.
Also. Keine Ahnung. Ich finde es total. Also ich kenne nur diese ganzen Schiedsrichterentscheidungen, die, ja, ja, die sehr realistisch sind natürlich, ne? Ja. Oh. Ja. Ja, sowas, keine Ahnung, also. Kann man sich mal geben, hat auch seinen Reiz, solche Spiele, aber ich finde, für langfristige Beschäftigung sind einfach so handgemachte, selbstgemachte Spiele, wo sich die Leute wirklich was dabei denken, wo es nicht darum geht, die Leute auszubeuten, Spiele besser und die machen dann auch mehr Spaß und alles besser. Ja, also, ne? Ich kann dir da nur zustimmen. Aber ich kenne persönlich, ich habe mir die erste Folge von deinem Child of Light angeguckt und ich fand's auch ganz nett. Nett. Es war ganz okay, ne? Jetzt nicht so toll, aber für dich und ja, für deine Anforderungen an Spielen, okay, ne? Ich finde dieses Spiel einfach der Hammer, ja. Also, das ist ja super geil, ne? Das ist ja super, super geil. Teilweise. Aber nur teilweise. Also nicht ganz, sondern wirklich ganz wichtig, nur teilweise. Ich erkunde jetzt mal hier so ein bisschen die Welt. Ich erkunde die Welt. Da, 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 ja, das sagte ich bereits. Ich erkunde die Welt. Dum, dum, dum. Ja, Matthias. Noch ganz dicht. Ja, klar, ich bin immer ganz dicht. Ja, Matthias, warum hast du eigentlich noch keine App programmiert? Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock auf Apps zu programmieren, tut mir leid. Ich programmiere lieber Programme wie meinen Launcher, wovon ich, glaube ich, jetzt langsam mal ein Tutorial mache. Auch, ich weiß nicht. Ich habe von vielen gehört, das ist viel zu unübersichtlich alles, Tim. Bitte ermuntere mich. Nee. Nee, ist nicht so. Quatsch. Also, keine Ahnung. Okay, man könnte eventuell... Ne, mir fällt nichts ein. Nee, keine Ahnung. Ich finde den Launcher echt geil, weil... alles so leicht und easy ist, man kriegt da nicht tausende Minecraft-Jars, die dann da irgendwo rumschwirren. Die sind dann alle schön in diesem Launcher-Ordner und ist jetzt nicht außer uns. Ich glaub, das Programm ist am Anfang ziemlich ja. Ja, und jetzt seid ihr hier bei mir auf meiner auf deinem Kanal? Sicht. Auf deinem Kanal, Tim? Fragezeichen. Alter. Ist einfach so eine Wand gewesen, einfach so ein Abschnitt. Ich bin davor runtergefallen, nach zwei Herzen. Okay. Ja, also wir waren gerade beim Launcher und ja, Dinge, die ich unbedingt besser machen sollte, ist halt dieses mit dem Login, dass man am Anfang, wenn man am Anfang einfach doppelklick klickt, dann kommt da so ein Login-Fenster, wo man seine Daten eingibt, dann tut er automatisch selber den Account erstellen. Ja. Ja, das wäre sind, nice. Das sind, glaube ich, so Dinge, wo die man am Anfang einen wahrscheinlich zum Verzweifeln bringen und wo man keine Ahnung hat. Aber vielleicht hilft dir auch das Tutorial, was ich bald hochladen werde, das Ganze zu beseitigen. Ja. Ich habe ja keine Probleme damit immer. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es gerade eben noch bei The Miners 007 installiert und da ist es zweimal abgestürzt aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erschließen kann. Keine Ahnung, warum das da abgestürzt ist. Ganz komisch. Ja. Irgendein Fehler scheint er noch zu sein. Nicht ganz. Alter, die Welt ist hier voll kaputt, ne? Du meinst eine Kante? Ja. Alles normal. Keine Ahnung, ich habe irgendwie noch nie eine Welt gehabt, wo das nicht so war. Ja, die ist so riesengroß, diese Kante ist, ey. Ja, das ist immer abhängig, ne? Da ist einfach das Gebiet, was nicht generiert wurde und wird dann mit dem neuen Weltgenerator. Ja, scheiße, ne? Wenn du Pech hast und MP-Light installierst danach, dann hast du auf einmal so einen 3 Kilometer hohen Berg, der einfach abgeschnitten ist. Alter. Relativ. Relativ tief, ne? Ja, gut, oder? Hauptsache bei mir sieht man die ganze Zeit so, wie ich Tiere schlachte und ich habe keine Spitzhacke dabei, oh Mann. Ja.
Also Tiere schlachten mache ich auch immer gerne, auch im echten Leben. Ich bin so jemand, wenn ich ein Schwein vor mir sehe, muss ich es einfach essen. Also auch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte auch irgendwie. Selbst wenn so ein Schwein wirklich komplett gebraten wäre und einfach vor mir liegen würde, ich hätte schon ein bisschen Ekel, das zu essen. Weil es ist nicht in diesem Häppchen-Format, wie man es kennt, ne? Ich habe so. Hast, der richtig gut schmeckt. Ich habe so rote Linien, die vom Himmel kommen hier, ey. Drück F11, glaube ich. Ja, dann nehme ich mein Fullscreen weg. Egal. Nee, dann, das war nicht F11, sondern F7 oder so. Das steht bei. Das ist von NEI. Musst du gucken, was es bei dir gestellt ist. Ach, egal. Egal. Ich hoffe, ich finde jetzt wieder zurück. Hilfe! Ach ja, hier ist der Riesenbaum. Select bei mir, aber das ist ja normal eigentlich auf diesem Server.